Hallo meine Lieben, heute mal nicht die Kraftbox, weil die Kraftbox wäre ein wenig zu klein für das, was ich euch heute alles zeigen möchte. Es gibt wieder Blumen, es gibt Schmetterlinge und es gibt Circle Envelopes. Ja, und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran, denn gleich nach dem Intro geht's los. So, dann fangen wir auch gleich mal an. Und zwar fange ich hiermit an. Hier sind Blümchen. So, ich habe mich ein bisschen ausprobiert und habe hier aus Taschentücher ein Blümchen gemacht. Dabei ist das hier rausgekommen. Ich lege das mal hier rüber. Dann habe ich hier noch zwei kleinere, ebenfalls aus Taschentüchern. Ich finde die ganz hübsch. Und zwei Blümchen aus Krepppapier, aber ich habe gemerkt, das ist nicht so meins. Also mit Krepppapier mache ich nicht so gerne Blümchen. Bisher jedenfalls nicht, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, schöne Blümchen zu machen, die mir auch noch gefallen, ne? Ach so, ich packe die mal direkt wieder ein. So, das wären diese. Dann interessiert einige vielleicht, wie die Blümchen aus den Tüchern geworden sind, wo das Pixie Powder mit aufgewischt wurde. Aber ich zeige euch jetzt erstmal ein paar andere. Die sind ganz schnöde. Ihr fragt euch sicherlich, warum die so aussehen. Das hat seinen Grund. Da habe ich nämlich noch was mit vor. Deswegen sind die etwas flacher als üblich. Aber trotzdem, ich finde die so oder so schön. Und die sind natürlich auch ziemlich groß, ne? Das ist gewollt. So. Hier werde ich wahrscheinlich wieder einen Knopf mit aufnähen oder eine Perle. Ja, ich weiß aber noch nicht ganz genau. Mal schauen. Diese hier. Dann so eine. Ja, die packe ich direkt wieder weg. Ja. Das ist eine, wo ich das Pixie Powder mit aufgenommen hatte. Die Papiere sind ja schon so schön geworden und ich war ganz gespannt, wie denn die Blümchen werden, wenn ich die denn mache und muss ich natürlich direkt ausprobieren. Dann haben wir einmal dieses hier, da kommt aber noch was drauf. Ich denke, meine Perle. Und dann einmal Röschen noch. Und ja, ich finde, die sind ganz hübsch geworden, ne? So. Dann kommt das auch wieder weg. Da es hier gerade so rumliegt, ich habe mich mal an so einem Gebansel versucht. Der Ring ist jetzt nur zum Festhalten da. Der Ring gehört da nicht mit dran. Dafür ist hier dieses kleine Karabinerhäkchen dran. Ja, das ist ne, ein Versuch wert gewesen. Und ich denke, in dieser Art werde ich noch ein paar Gebamsel zu machen, um sie irgendwo mit dran zu hängen. Ich finde das ganz schön. Ist auch eine Sauarbeit, hier diese Mikroperlen aufzufädeln, weil keine Nadel, die ich habe, schafft das. Die kommt da durch. Also wurden sie alle einzeln, ja, so mit Faden in der Hand und Pärchen durchs Pärchen schieben und so aufgefädelt. Ja. War viel Arbeit, aber hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ne? Und davon werde ich wahrscheinlich noch ein paar machen. So, das lege ich mal hier rüber. Dann zeige ich euch jetzt die Schmetterlinge. Und davon habe ich so einige gemacht. Ich kippe die einfach mal hier hin und zeige sie euch halt so mal. So, hier haben wir ein
Schmetterling, den habe ich gemacht aus meinem selbstgemachten Papier. Da habe ich noch ein bisschen geinkt. Und ja, diese Art der Schmetterlinge haben mich dann auf die Idee gebracht. Die werdet ihr jetzt gleich noch sehen. So ist einmal dieses hier. Ich tue den direkt weg. Dann einmal dieser hier. Den finde ich nicht ganz so gut gelungen, aber trotzdem ist er irgendwie hübsch. Selbe Machart im Prinzip. So. Upsi. Ja, dann habe ich hiervon so einige gemacht. So. Tja. Ich denke mal, am Ende mache ich wieder so eine Bildershow und dann kann man sich das alles noch mal genauer anschauen. So, hier habe ich einmal so ein. Kann man auch nicht wirklich gut erkennen, ne? So. Ja, wie gesagt, also hier eine ganze Menge von solchen. Also da sind auch nur die oberen ausgestanzt, die unteren sind von Hand ausgeschnitten. Dann habe ich einmal so einen hier gemacht. Der ist auch ganz hübsch, ne? Ja, dann nochmal. Hier etwas andere Farben benutzt. Hier nochmal andere Farben. Also sie gehen auch im Bunt, nicht nur in Schwarz und Kraftfarben. Ich finde die so schön. So, da habe ich noch mal welche. So. Und so. Und so. Aber ich zeige euch die, wie gesagt, alle in der Bildershow noch mal. Da könnt ihr euch sie genauer anschauen. So. Und hier ist noch so einer. Der ist auch aus meinem selbstgemachten Papier und dann auch die Ränder geinkt. Den finde ich ganz hübsch. Und ja, durch den bin ich dann auf die Idee mit den anderen hier gekommen. Die zeige ich euch jetzt gleich. Dann habe ich einmal einen aus Filz gemacht. Ja, ich finde den ganz hübsch, aber ich werde keinen mehr davon machen. Nö, ist nicht so was rede ich denn hier? Ist nicht so mein Material. Ne? Ist ganz hübsch, aber ja, mehr auch nicht. Dann habe ich solche Schmetterlingchen hier gemacht. Und die sind alle von Hand ausgeschnitten. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier fehlen welche. Keine Ahnung, wo die geblieben sind. Einmal die. Dann diese hier. Und dann noch die. Ups. So, hier habe ich einmal versucht, die Ränder schwarz zu inken. Ja, ist ganz hübsch, aber nö, das lasse ich dann. Die gefallen mir so eigentlich schon ganz gut. So, das waren die Schmetterlinge. Und jetzt zeige ich euch meine Circle Envelopes. Circle Envelopes deswegen, weil diese Umschläge hier aus Kreisen gemacht sind. Ja. Also Circles, ne? Das hier ist übrigens das Papier, das ich mit dem Pixie Powder gemacht habe. Ach, jetzt muss ich auch wieder Werbung hinschreiben, ne?
Ja. Auf jeden Fall in diesen Täschchen kommen dann immer so Kleinigkeiten, mal ein Tag oder so. Hier sind sogar zwei geworden. Hier einmal so ein Glückstag, deswegen das ist auch so ein Glückstäschchen. Ne, mit einem Glücksschwein. Und einmal dieses hier. So. Ne? Dann habe ich einmal so eins hier. So. Das sieht von hinten ganz einfach so aus. Man könnte da jetzt nochmal ein ebenfalls ovales Teilchen hier drüber kleben, damit es etwas schöner aussieht, aber mir ist das egal. So, ne? Ja, hier habe ich so ein Doily für benutzt. Wie man sieht. So, dann dieses hier. Das ist auch wieder aus dem Papier gemacht, das mit dem Pixie Powder bearbeitet wurde. Und da habe ich dann halt diese Tags hierfür gemacht. Ich finde die so niedlich. Die kann man, glaube ich, überall mit reinmachen. Die kann man so verschenken. Die kann man in irgendwelche Journals reinmachen, finde ich. Ja, finde ich. So, dann einmal dieses hier. Und zwar habe ich hier das Papier vorher geprägt und mit Stempelfarbe bearbeitet, sodass die Konturen hervorgehoben werden. Ja, und dann ebenfalls gefalten, ne? Und dazu habe ich dann diese Tags hier gemacht, einmal dieses und einmal dieses hier. So, ich glaube, von diesem Blümchen muss ich noch ein paar machen, die ich finde die so schön. So, dann einmal dieses hier, auch hier wieder mit dem geprägten Papier, das ist der Umschlag und das sind die Tags. Ja. Dann habe ich dieses hier. Das ist ganz aus einem Doily gemacht. Das ist nicht beklebt. Also da ist jetzt nicht der Tag beklebt, sondern wirklich nur aus dem Doily gemacht, der Umschlag. Hier habe ich noch einen Paperclip mit angeklebt. Und den schönen Schmetterling. Genau diesen einen hatte ich noch über. Ich finde die so schön. Ich wüsste gerne, wo es diese Holzschmetterlinge gibt. Und dann das hier sind, das ist nichts einlaminiert, das ist auch kein Sticker, sondern das sind alte Rub-Ons, die ich mal bekommen habe, die nicht mehr funktionieren. Die habe ich dann irgendwann mal ausgeschnitten. Ich habe gesagt, die werden nicht weggeschmissen, die werden trotzdem benutzt. Und ja, da sind sie, ne? So kommen sie dann zum Einsatz bei mir. Und hier ist nochmal so ein Rub-On und hier auch. Und ja, das ist der passende Tag dafür. Ja. Das ist nur dieser eine Tag. Die biegen sich leicht. Aber das ist ja kein Problem, die kann man ja zurückbiegen und dann bleiben sie auch in Form. So, das sind kleine Circle Envelopes. Und
Ich habe zwei Projekte, die kann ich euch aber nicht zeigen, weil ich die verschenken werde. Und ja, deswegen werde ich euch die auch nicht zeigen. So, das sind größere Circle Envelopes. Und die sehen dann so aus. Das ist einmal der Umschlag mit dem Spruch hier. Und das ist der Tag dazu. Und hier, ja, die Blumen kennt ihr ja alle, ne? Die Schleifchen habe ich auch irgendwann mal gemacht. Und jo, ich fand, das passte so schön. Und ja, deswegen liebe ich solche Borten, ne? Ich kann gar nicht genug von diesen Borten oder Laces, ne, haben. So, einmal in meiner Lieblingsfarbe. Einmal der Umschlag. Der sieht so aus. Und der passende Tag sieht so aus. Ach, ich liebe es. Ich finde die so schön. Guckt mal, ne? Wie hübsch das aussieht. Ja, ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. Die Idee ist ja auch nicht ganz von mir, sondern nur der Name, den habe ich mir einfallen lassen. Ja, und das Dekorieren natürlich ist auch meine eigene Idee, aber die Idee mit diesen Umschlägen und Sachen da reinzustecken, die ist nicht von mir. So. Einmal dieser hier. Dann der passende Tag. Der sieht so aus. Also meine Tochter hat die Umschläge gestern gesehen und wollte natürlich direkt wieder welche haben. So. Dann habe ich diesen hier. Das ist einmal der Umschlag. Und der passende Tag. Diesmal kein Spruch dazu. Aber manchmal braucht es auch keine Worte, ne? Dann einmal blau. Und den muss ich sagen, also der ist eigentlich my favorite. Neben dem grün ist dieser hier my favorite, weil ich den einfach bezaubernd finde. Das ist einmal der Umschlag. Und der passende Tag dazu. Und ich bin so vernarrt in diesen Tag, weil ich den einfach so schön finde. Diesmal habe ich auch passend gemacht, hier beide Male den gleichen Spruch. Ja, passt zu meiner derzeitigen Stimmung. Es ist momentan wieder einfach super und ja, ich berichte euch am Samstag darüber. Und kommen wir schon zum letzten. Das ist dieser hier. Das ist sowieso, das sind eben meine Farben. Diesmal ist alles Vintage, nur in verschiedenen Farbtönen. So kann man auch mal sehen, dass Vintage nicht nur in diesem klassisch braun und schwarz und so weiter ist. Ne? So, und das ist der passende Tag dazu. Hier ist das Lace ein bisschen gekrümmt, weil ich habe nicht aufgepasst. Wenn es in einem Umschlag ist, dann muss ich die Ecken leider einschlagen. Aber ach, ist nicht so schlimm, ne? Gibt Schlimmeres. So, das ist der Tag. Ja. Und so sieht das dann eben aus, wenn der hier drin steckt, ne? So. Meine Lieben,
Schaltet noch nicht ab. Jetzt kommt noch die Bildershow. Und ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!